Der Weltenstein hat euch auf den tropisch feuchten Subkontinent Ixtal gebracht. Durch das undurchdringliche Dschungeldicht ist nichts zu sehen, was einer Wächterbasis oder einer Graunacht ähneln könnte. Wow, das fängt ja gut an. Nur finsterer, schattenhafter Dschungel, wohin man blickt. Aber echt, in diesem Wald schwarzen Nebel zu finden, ist wie die Suche nach einer Nadel in einem großen Haufen nadelähnlicher Objekte. Sie hat recht. Wenn es eine Graunacht unter diesem Blätterdach gibt, werden wir sie von hier aus nicht sehen. Wie lautet der Plan, Senna? Wir müssen uns wohl aufteilen und ein bisschen kundschaften. Vane, du und Grace durchsucht den Dschungel nördlich von uns. Na, das nenne ich eine angenehme Überraschung. Ich wollte schon immer mit jemandem arbeiten, der skrupelloser ist als ich. Und nehmt den Neuling gleich mit. Salz in deinen Augen! Salz in deinen Augen! Toll. Team Abschauen und Psycho. Bin hier mit echten Gewinnern unterwegs. Das ist die richtige Einstellung. Riven, du und Irelia, ihr klärt die westliche Gegend auf. Oh, das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Was hast du dir dabei gedacht, Boss? Ich habe mir gedacht, dass ihr euch langsam wie zwei Wächter benehmen solltet und nicht wie bockige Grundschulkinder. Okay? Diana begleitet euch, damit ihr nicht auf die hirnrissige Idee kommt, euch gegenseitig den Schädel einzuschlagen. Nicht einmal ein Speck kann Wunder bewirken, doch ich werde mein Bestes geben. Sehr gut. Senna und ich suchen dann alles südlich von hier ab. Bleiben noch Gwen, Olaf und... Hey. Du steckst die zwei erfahrensten Wächter in dieselbe Team? Ja, da wir uns so gut kennen, dachte ich... Dachtest du, du müsstest mich wieder beschützen, was? Nein, das ist es nicht. Ich wollte nur... Ich gehe mit Gwen und Olaf nach Süden. Schatz, du nimmst den Neuling und klärst nach Osten auf. Du merkst, wie Lucian dich verächtlich beäugt. Wir treffen uns in einer Stunde wieder hier. Wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, schießt ihr in die Luft. Ausrücken und versucht bitte euch da draußen nicht zu verirren. Unglaublich, ausgerechnet ich muss mich jetzt wieder um den Neuling kümmern. Als hätte ich nichts anderes zu tun. Das geht mir schlicht und einfach tierisch auf den Zeiger. Warum hasst du mich? Ach Mensch, nimm das bitte nicht persönlich. Ich glaube mal, es geht nicht um dich. Oh, dachte ich mir schon, vielleicht hilft es ja, wenn du mir mal sagst, worum es wirklich geht. Ich will jetzt nicht darüber sprechen, aber danke. Los, wir gehen in den Dschungel und suchen nach, ob wir nicht ein bisschen Graunacht finden. Nach mehreren Minuten aggressiven Zurechtschneidens dichter Vegetation erreichst du mit Lucian schließlich das Herz des Dschungels von Ixtal. Ganz schön dunkel hier. Ich wette, wir werden gerade von vielen Dschungeltieren beobachtet. Ich hoffe, Senna geht es gut. Plötzlich hält Lucian inne, wirbelt nach rechts und zieht seine Waffen. Was war das? Hörst du was, Neuling? Ich habe nichts gehört, außer dass du geschrien hast, hörst du was? Vielleicht war es nichts. Ziemlich komisch, oder? Ich meine, sieh uns an, wir jagen Geister und Ghule und die übelsten Kreaturen der Graunacht. Aber steck uns 5 Minuten lang in den Dschungel und wir bekommen alle weiche Knie. Klar, wir hatten beide Angst, wie du meinst. Wir stehen das gemeinsam durch, Neuling. Das bedeutet, dass wir beide Angst hatten. Ein Ast raschelt hinter dir. Dieses Mal erschrickst du dich. Hast du was gehört? Ich habe nichts gehört. Willst du mich noch auf den Arm nehmen, Neuling? Die Quelle des Raschelns gibt ihre Tarnung auf und springt aus den Bäumen herab auf deinen Rücken. Neuling! Wer wagt es in meinem Dschungel zu jagen? Du spürst, wie sich die Klauen der Großkatze in deinen Rücken bohren. Lucian zieht seine Waffen. Krallen aus dem Neuling, sonst puste ich dir den Schwanz weg, Katze! Wenn ihr Rengar jagen wollt, habt ihr euch das falsche Beutetier ausgesucht. Denn ich bin niemandes Beute. Rengar? Wir jagen keinen Rengar, wir wissen nicht mal, was das ist. Ha! Ich soll euch glauben, dass ihr keine Jäger seid. Warum tragt ihr solche Waffen, wenn ihr kein Großwild jagt? Tja, irgendwie jagen wir tatsächlich Großwild. Man könnte sagen, dass es das größte Wild hier überhaupt ist. Ah, ihr jagt die Flusselche von Lirkstal? Rengar zieht endlich seine Klauen aus deinem Rücken. Du seufzt erleichtert auf. Nein, was wir suchen ist noch größer als sowas. Größer als ein Elch? Rengar bezweifelt den Wahrheitsgehalt deiner Behauptung. Naja, Rengar hat noch nie eine Graunacht gesehen. Im Moment wimmelt es hier im Dschungel nur so von Monstrus. Entferntes Kreischen lässt sie das Blut in den Adern gefrieren. Was war das? Das war keine Kreatur aus diesem Dschungel. Rengar kennt sie alle. Das, mein großer Katzenfreund, war ein Geist. Und genau sowas wollen wir hier jagen. Dann wird Rengar es mit euch jagen. Minuten später sind Lucian, Rengar und du dem Geist auf den Fersen. Wie sollen wir diesen Geist aufspüren? Wir sehen seine Häufchen aus. Es hinterlässt keine. Aber ich kann langsam Spuren des schwarzen Nebels ausmachen. Das heißt, wir sind nah dran.
Wie aufregend, nach neuer Beute zu suchen. Rengar hat viele Jahreszeiten damit verbracht, unzählige Tiere in dieser Wildnis zu jagen. Ich habe unzählige Beutetiere erlegt und verliere die Lust daran, ihre Köpfe zu sammeln. Oh, ich habe so ein Gefühl, dass dir heute nicht langweilig wird. Geister halten dich bei der Jagd auf Trab. Ausgezeichnet. Mit welchen Ködern lockt man sie an? Mit gar keinen. Man könnte sagen, sie kommen einfach direkt zu dir. Das klingt nicht nach einer Herausforderung. Ich werde ihnen die Köpfe mit meinen Messern abhacken und mir als Trophäen an die Wand hängen. So einfach ist das nicht. Deine Messer können diesen Geistern nichts anhaben. Dann verwende ich meine messerscharfen Zähne und Klauen. Du hast sie gespürt. Du weißt, wie scharf sie sind. Ja, ich blute übrigens immer noch am Rücken. Danke dafür. Plötzlich stellt sich Rengars Rückenfell zu Berge und sein Schweif plustert sich zu enormer Größe auf. Was ist das? Hier ist irgendwas. Das ist unser Geist. Eine ganze Geistermeute. Ich nehme mir alle ihre Köpfe als Trophäen. Du siehst überrascht zu, wie Rengar von Geist zu Geist springt und mit seinen Messern zuschlägt. Trotz Rengars Begeisterung schneiden seine Klingen wirkungslos durch die Geister. Nichts, keine Wirkung. Aber ich bin Rengar, Meisterjäger an der Spitze der Nahrungskette. Ihr seid meine Beute. Die Geister umschweren Rengar nun gnadenlos und saugen ihm das Leben aus dem Leib. Der wilde Jäger fällt hilflos zu Boden und bleibt unter einer Decke aus schattenhaften Gliedmaßen liegen. Komm schon, Neuling, die Katze braucht wohl unsere Hilfe. Mit deinen cleveren Provokationen und Luciens Waffen habt ihr die Geister schnell erledigt. Ihr habt Rengar zwar das Leben gerettet, von seinem Ego lässt sich das allerdings nicht behaupten. Alles klar, Katze? Meine Klingen konnten ihn nichts anhaben. Meine Zähne und Klauen waren genauso nutzlos. Hey, du lebst. Das war wohl eins deiner neuen Leben, was? Ja, ich lebe. Aber mit einem eingeklemmten Schwanz. Kann jedem passieren. Manchmal erwischt man den Geist, manchmal erwischt er dich, nicht wahr? Sowas passiert Rengar nicht. Rengar wird nicht erwischt. Ich bin ein Spitzenpredator und stehe ganz oben in der Nahrungskette. Zumindest war ich das. Ach, Kopf hoch, mein Großer. Jeden erwischt es mal so. Einfach davon lernen und weitermachen. Nein, davon kann ich mich nicht erholen. Ich wurde besiegt. Und der ganze Dschungel ist Zeuge meiner Demütigung geworden. Ich muss mich der Realität der neuen Dschungelordnung stellen. Rengar steht nicht länger an der Spitze. Jetzt bin ich nur noch niedere Beute. Ach komm schon, hör auf mit dem Gejammer, Katze. Du hast nur einen Kampf verloren. In der Wildnis wird einem nichts geschenkt. Eine Niederlage bedeutet, dass du nur Futter bist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Rengar ein solches Schicksal erleidet. Lucian wirft dir einen Blick zu und fleht dich damit an, etwas zu sagen. Rengar, ich weiß genau, was du durchmachst. Ich wurde auch mal von einem Raubtier besiegt. Rengar ist fasziniert. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich habe mal eine Zeit lang in die Karzier gekämpft. Und zwar gegen, leeren Würms. Leeren Würms? Oh ja, das war schrecklich. Einer war besonders wild und hat mich mit seinen... Erzähl weiter. Womit hat das Ding dich? Mit so lila Stechdingern, die mir überall leeren Gift eingespritzt haben. Rengar schweigt und hört dir erstaunt zu. Und obwohl ich dachte, dass ich erledigt wäre, konnte ich schließlich entkommen und schlug mich zu einem Kloster in der Nähe durch. Ein Jahr lang musste ich mich erholen, kam wieder auf die Beine und suchte die Bestie erneut auf und... Und was? Was ist dann passiert? Ich muss wissen, wie diese Jagd geendet hat. Ja, jetzt bin ich gespannt, wohin das führt. Der Tod kam durch meine bloßen Hände. Junge, Junge, diese Geschichte ist so ein Haufen... Inspiration! Wahrlich eine Geschichte darüber, wie wir Widrigkeiten bewältigen, junger Mensch. Eins hast du mir damit klar gemacht. Wer zur Beute wird, muss keine Beute bleiben. Wirklich? Du hast das alles aus... Weißt du was? Vergiss es. Es ist eine inspirierende Geschichte. Wenn ein unerfahrener Mensch wie dieser Neuling zurückkehren kann, um eine solche Bedrohung zu besiegen, kann Rengar das auch. Lasst uns die Jagd nach diesen Geistern fortsetzen. Und dieses Mal werde ich ihnen zeigen, wer hier Jäger und wer Beute ist. Na also, Katze. Es scheint, als würde der Nebel durch diese Bäume auf jene Lichtung fließen. Da drüben muss etwas sein. Ja, ich wittere etwas. Diesen Geruch kenne ich nicht. Aber was auch immer das ist, es muss Grusel sein. Als Rengar der Nebelspur auf der Lichtung folgt, blickt Lucian dich ungläubig an. Wow, was für eine Geschichte. Das wirst du jetzt nicht glauben, aber nichts davon war wahr. Was du nicht sagst. Als sie dem Nebel durch den Dschungel folgt, macht Lucian seiner Enttäuschung Luft. Und das ist das Problem, nicht wahr? Je mehr ich seiner liebe, desto mehr will ich sie beschützen. Und das bereitet ihr nur noch schlechtere Laune. Hm,
Ranger ist sicher, sie wird ihre Meinung irgendwann ändern. Es klingt, als würde sie sich nur auf ihre eigene Jagd konzentrieren. Naja, so wie sie diese Jagd angeht, könnte das ihre letzte sein. Wenn ich das noch nur irgendwie beenden könnte, bevor ihr etwas zustoßt. Psst, meine Schnurrhaare zucken. Wir haben unsere Beute gefunden. Direkt vor euch hat sich eine große Wolke schwarzen Nebels außerhalb der Ruinen eines alten Tempels gesammelt. In der Mitte der Wolke steht eine blassgrüne Gestalt, die den Nebel mit ausgestreckten Armen und gespreizten Fingern Energie entzieht. Das ist keine Beute. Das ist ein weiterer Spitzenpredator. Fresh! Ah, Wächter. Ich hatte gehofft, dass wir uns hier treffen würden. Neuling, Rengar, macht euch bereit. Lucian und Rengar ziehen ihre Waffen. Fresh? Also, Xenas Fresh? Kannst du das vielleicht ein bisschen umformulieren? Um deine Frage zu beantworten, Kind, ja. Ich habe Xena viele Jahre meiner Laterne beschützt. Das ist aber sehr wohlwollend ausgelegt. Ganz ruhig, Lucian. Ich will dir nichts Böses. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Gleich siehst du dir die Radieschen von unten an. Wie feindselig. Wegen längst vergangener Dinge? Und ich möchte doch nur deine Zukunft besprechen. Es gibt nichts, was ich von dir hören will, Trash. Ich dachte, du würdest deine Meinung ändern, wenn du wüsstest, was ich für dich habe. Ein uraltes Geheimnis, das dir bei deiner Aufgabe helfen und das Blatt im Kampf gegen die Graunacht wenden soll. Du? Willst du mir helfen? Bei meinem Kampf gegen die Graunacht? Ich kenne diesen Geruch. Das ist eine Täuschung. Der Trick eines Jägers. Ich sehe schon, ich kann dir nichts vormachen. Du hast recht. Ich habe dir nicht alles verraten. Ich erwarte etwas dafür. Einen Schatz, der sich in den Ruinen dieses Tempels befindet. Du willst mir ihn zu beschaffen? Dann gebe ich dir wertvolle Informationen. Informationen, die dir dabei helfen könnten, den gestürzten König zu besiegen. Du willst mir einen Handel vorschlagen? Und mir helfen, den gestürzten König zu besiegen? Jetzt habe ich wirklich alles gehört. Ich bin's, Lucian. Du erinnerst dich doch an mich, oder? Wir haben eine Vergangenheit und die war nicht gerade positiv. Meine Geschichte mit Viego auch nicht. Hast du eine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn man vom Wächter seines eigenen Reichs zu einer Requisite in der Liebesgeschichte eines anderen wird? Zum Botenjungen eines selbstverliebten Narren, verloren in der Vergangenheit? Kann ich mir vorstellen. Dann weißt du, dass ich die Wahrheit sage. Folge mir in diesen Tempel und ich schwöre dir, wir werden beide reicher wieder herauskommen. Ich habe viele schlechte Eigenschaften, Lucian, aber ein Lügner bin ich nicht. Ich halte mein Wort. Was meinst du denn dazu, Neuling? Ist es dein Ernst, Digga? Er scheint Viego zu hassen. Hören wir uns an, was er zu sagen hat. Ich gebe es wirklich nicht gerne zu, aber ich glaube, du hast recht. Fresh ist vielleicht der Einzige, der Viego noch mehr hasst als wir. Und das auch nur, weil er direkt an der Spitze ist. Und wenn er etwas hat, das uns einen Vorteil verschaffen könnte, naja, dann nehme ich das wohl an. Du folgst Fresh vorsichtig in die Tempelruinen. Lucian und Rengar dicht hinter dir. Ich fasse es nicht, dass ich das wirklich mache. Sollen wir den anderen wirklich kein Signal senden? Die wollen doch bestimmt wissen, dass wir Fresh gefunden haben. Nein. Wir geben niemandem ein Signal. Wir wollen erstmal sehen, wohin das führt. Jetzt stehen wir alle hier. Ausgezeichnet. Oh, wir sind schon da? Jetzt zeig uns dieses uralte Geheimnis, das Viego besiegen wird. Noch nicht. Zuerst musst du deinen Teil der Abmachung erfüllen. Der Schatz des gestürzten Königs. Ich glaube, er ist in der nächsten Kammer. Hol ihn für mich. Du siehst durch den Eingang in die nächste Kammer. Dort liegt eine Jademaske auf einem kleinen Sockel. Schwarzer Nebel strömt in den Raum und wirbelt aufgeregt um die Maske herum. Die Maske. Was ist das, noch so eine Fessel? Was willst du damit anfangen? Das ist mein Geheimnis, Lucian. Warum holst du das Ding nicht selbst? Spielt das eine Rolle? Weißt du was? Das war's. Neuling, Katze, wir gehen. Rengar und du folgen Lucian aus den Tempelruinen. Ich verstehe. Du wirst wohl eine andere Möglichkeit finden, um deine Frau zu retten. Lucian bleibt stehen, kocht vor Wut und überlegt. Lass sie gefälligst aus dem Spiel. Sie ist schon drin. Das ist der Haken, oder? Lucian starrt Fresh einen sehr langen Augenblick lang kalt an. Hoffentlich lohnt sich dein uraltes Geheimnis auch, Fresh. Und geht dann in den benachbarten Raum. Kurz darauf kommt er mit der Jademaske zurück. Hier ist dein Schatz. Zufrieden? Fresh greift gierig danach. Oh nein, jetzt erfüllst du erstmal deinen Teil des Vertrags. Ach Lucian, hältst du mich etwa für einen ruchlosen Straßenräuber? Na schön. Fresh richtet das unheimlich grüne Licht seiner Laterne auf die kahlen Wände der Ruinen. Uralte Reliefs zu sehen, angestrahlt von der finsteren Magie der Laterne.
Das sind Reliefs. Sie scheinen eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte über eine alte Graunacht, wie es aussieht. Rengar liebt Geschichten, besonders solche über die Jagd. Geht es darum? Es soll eine mächtige Waffe gegeben haben, in der Wächterbasis in Shurima. Eine Waffe, die gefallene Verbündete rächen und wieder zum Leben erwecken kann. Was für ein absoluter Märchenschwachsinn. Der Handel ist vom Tisch, Fresh. Deine weit hergeholten Legenden beeindrucken uns nicht. Lucian hält inne. Ihm ist etwas sehr Unheimliches aufgefallen. Fresh ist mit der Fessel verschwunden. Leute? Ich sage es nur ungern, aber man hat uns reingelegt. Sieht so aus. Lucian tritt wütend gegen einen alten Ziegel. Wir haben gerade eine Fessel gegen einen Haufen Unfug auf ein paar alten Felsen eingetauscht. War nicht meine beste Entscheidung. Tja, es gibt ja nichts mehr für uns zu tun. Wir müssen uns nur noch mit den anderen treffen. Und kein Wort davon zu irgendjemandem. Niemanden, solange wir leben. Verstanden? Du nickst nervös. Lucian hat dich in eine Lage gebracht, in der du dich nicht wohlfühlst. Rengar kann Geheimnisse bewahren. Was auf der Jagd passiert, bleibt auf der Jagd. Das ist nett, Katze. Warum suchst du dir keinen Kratzbaum? Willst du mich von deiner Spur ablenken? Ihr wollt Rengar zurücklassen? Ich kann mich in diesen Dschungel nicht mehr blicken lassen. Erst muss ich beweisen, dass ich immer noch ein furchteinflößender Jäger bin. Ich flehe euch an. Lasst mich diesen gestürzten König mit euch jagen. Wir werden ihn erlegen und uns seinen Kopf an die Wand nageln. Und Rengar wird beweisen, dass er in der Nahrungskette immer noch ganz oben steht. Ach, Katze, mach uns das doch nicht schwerer als nötig. Ich weiß noch nicht mal, ob Tiere im Hauptquartier erlaubt sind. Ist das dein Ernst? Wir haben einen waschechten Zombie unter uns. Verdammt, Neuling. Wird schon passen, glaube ich. Ausgezeichnet. Beginnen wir mit unserer Jagd, denn die Beute ist bereits unterwegs. Lucian deutet streng mit dem Finger auf dich. Aber du fütterst ihn. Später im Hauptquartier. Kraft meines Amtes in diesem Orden ernenne ich dich hiermit zu Wächter Rengar. Kämpfe tapfer und denk an deinen Eid. Oh, fantastisch. Ich wollte schon immer mal ein Kätzchen ankleiden. Die halten aber nie still. Du darfst mich einkleiden. Aber fass nicht meinen Schwanz oder meine Krallen an. Oder den Popo. Oder meinen Bauch. Oder die Zähne. Oder... Ruhe, Kätzchen. Ab ins Ankleidezimmer. Am Ende des Raums siehst du den verzweifelt wirkenden Lucian. Alles okay? Ich kann nicht glauben, dass ich das getan habe. Ich mache einen Deal mit Fresh. Was ist los mit mir, Neuling? Wenn Sanat das rausbekäme, dann... Sie würde dir die Kniescheiben wegschießen, oh ja. Naja, das würde sie. Aufgepasst, Leute! Ich präsentiere unser bestes Pferd im Stall, Wächter Kätzchen! Ja, Rengar fühlt sich stark. Rengar ist bereit zur Jagd. Wo ist der gestürzte König? Ich schneide ihm seinen Geißhals mit meinen neuen Wächterklingen durch. Und lasse mich dann auf den Rücken fallen und weide ihm in meinen Hinterklauen aus. Dann bringe ich diesen Fresh dafür zur Strecke, was er meinen Wächterverbündeten angetan hat. Woher weißt du von Fresh? Ich, habe ihn auf dem Weg hierher aufgeklärt. Nun, ich weiß die Loyalität zu schätzen, Rengar. Ein sehr wichtiger Charakterzug für einen Wächter. Oder, Schatz? Lucian und du blickt euch aus den Augenwinkeln an. Absolut, im Licht zusammenstehen und so. Zur gleichen Zeit singt Viego auf den Schatteninsel eine düstere Melodie. Alle von ihm gesammelten Fesseln liegen um ihn herum und pulsieren vor Energie. Drei sind sie, niemals getrennt. Eines Königs Herz und sie. Fresh, du verräterischer Wurm, du wagst es, diesen hochgeschätzten Moment zu stören? Verzeihung, mein König, aber ich dachte mir, dass ich hierfür würdet ihr gerne gestört werden wollen. Mit einer einzigen flüssigen Bewegung seiner knöchernen Finger zieht Fresh die Janemaske aus seinem Mantel. Ist das? Ja, ich habe sie für euch aus dem tiefsten Dschungel von Ixtal beschafft. Die Jademaske pulsiert im Gleichklang mit den anderen Fesseln. Ja, Liebste, unsere Wiedervereinigung rückt immer näher. Mein Herr, ich weiß, dass ich meine Treue nicht durch eine einzelne Tat beweisen kann. Nichts kann den Verrat rückgängig machen, den ich gegen euch begangen habe. Aber ich hatte gehofft, wir könnten damit einen Anfang machen. Als erster Schritt beim Wiederaufbau unserer Allianz. Sehr gut, Fresh. Ich bin ein barmherziger König und heute hast du dich einer zweiten Chance an meiner Seite als würdig erwiesen. Ich habe allerdings einige Bedingungen. In diesem Land gibt es nur Platz für einen Herrscher, den wahren König von Camerwar. Alle anderen müssen mir dienen. Natürlich, mein König. Ich werde euch treu ergeben sein. Das hoffe ich für dich, Fresh.
denn beim nächsten Mal werde ich nicht so großmütig sein. Als Fresh geht, streichelt er ein Wölkchen des schwarzen Nebels und absorbiert es in seine Hand. Über die freiliegenden Knochen seiner Finger wächst ein Hauch von Fleisch. In der Tat, was würde ich nur ohne deine Großmütigkeit tun?